Hallo Defiance-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem kleinen oder großen MMO mit dem Namen Defiance. Das Ding heißt immer noch so. Auf der rechten Seite seht ihr schon, vielen Dank für deine Teilnahme an Defiance und dafür, dass du uns in harten Zeiten treu warst. Nämlich das Team von Tryon hat sich nämlich überlegt, Mensch, die Leutchen, die geben sich so eine Mühe, die schmeißen das Spiel nicht einfach in der Ecke, sondern geben uns wertvolle Tipps. Ich mache jetzt einfach mal... Wir spielen mal eine Runde. Und deshalb bedanken wir uns, indem wir jeden, der seit Release dabei war, und das bin ich auch, das sind wir im Prinzip auch, wir bekommen so einen kleinen Boni, nämlich so XP-Boni oder Waffenskill-Boni und hast du nicht gesehen. Das sind nämlich die Boni, die eigentlich echtes Geld kosten. Also wir bekommen nicht einfach nur eine virtuelle Mütze oder sowas in dem Spiel, sondern wirklich was, wo Tryon einfach signalisiert, dass sie froh sind, dass wir das Spiel spielen. Und die haben auch schon angekündigt, dass es in den nächsten, ich glaube, 2 Wochen oder so, irgendwann kommt nochmal ein großer Patch oder 2 große Patches stehen noch an für den Client. Die Server werden ja parallel gepatcht, da müssen wir uns um überhaupt nichts kümmern, da müssen wir auch nichts runterladen. Mal schauen, wo wir uns ausgelockt haben hier. Ah, das war doch diese, Dingens da, ihr wisst schon. Guck mal, was hier steht. Munition auffüllen, okay, ich dachte schon. Was ich auch gelernt habe... Obwohl ich immer noch nicht weiß, was das hier ist, aber das ist mir eigentlich Boogie Woogie. Ne, was ich gelernt habe, hier ist eine Archenmission in der Nähe. So, zum 12. Mal fange ich jetzt den Satz an. Was haben wir denn hier für Missionen offen hier? Können wir erstmal bitte gucken, was es hier noch so gibt. Das ist eine Time Trail Mission, das ist Hotshot, das kennen wir eigentlich auch. Und hier hinten, Hauptmission, wir sind auf Sendung. Ich würde mal sagen, wir machen die Hauptmission mal ein Stück weiter. Setzen uns mal einen ganz geschmeidigen Wegpunkt. Und jetzt hat mir einer, hab ich schon gesagt, das war der Chris, glaube ich. Genau, ich soll auch hier bei meiner LMG-Klasse vielleicht auf ein Sturmgewehr setzen. Ich bleibe aber da einfach mal dabei. Wir bleiben aber bei der Sturmklasse, haben wir Secondary, haben wir die Pumpe dabei. Nee, was ich noch gelernt habe, dass ich Handgranaten... Ich habe ja... Warte mal, Leute. Haben wir einen Titel bekommen? Kein Titel. Eigentlich sollte hier ein Titel stehen. Oder halt auch nicht. Gut, was habe ich alles gelernt? Erstmal holen wir uns jetzt erstmal das Moped raus, Sturmgewehr lassen wir drin. Da haben wir unser kleiner Moped und da fahren wir mal los. Handgranaten müssen wir gar nicht aufheben. Die laden sich automatisch auf. Das ist mir selber in den Videos aufgefallen, habt ihr glaube ich gar nicht in die Kommentare geschrieben. Also es ist mir aufgefallen, immer wenn ich eine Granate werfe, dass sich unten dieser Balken, ähnlich wie beim Schild, wenn das Schild platt ist oder wir... Wartet mal, was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Gibt es hier Stress oder wie? Das gefällt mir gar nicht. Verpisst euch, mein eure Heimat wieder hier. Wow. Okay, wir müssen tierisch aufpassen. Der Typ ist weg. Komm schon. Oh, halten die viel aus. Halten die viel aus, Leute. Komm, lad nach. Gut, wir müssen einfach nur in Bewegung bleiben bei den Typen. In der Theorie zumindest. Jetzt sind wir, glaube ich, platt, oder? Yep. Das sind ja 3 so Viecher. Okay, probieren wir es trotzdem nochmal. Komm, ich stehe auf. Noch eine Granate hier auf dem Kollegen da hinten. 3 so Riesen-Heinis. Warte mal, haben wir nicht die Sniper dabei? Ne, das ist die Pumpe. Was war denn das? Let's fail. So fängt eine gute Runde an. Scheiße. Okay, das sind 3 so Typen gewesen. Genau, ich hätte sich besser... Ah, uns wird ein bisschen Geld abgezogen. 77. Genau, wie schaut's eigentlich bei uns mit Kohle aus? Der Chris hat mir angeboten, du Tom, ich mach dir, wenn du Bock hast, einen Clan auf. Und lade dich dann einfach ein. Wir haben, wie viel Scrip haben wir denn? 3800. Okay, Ego Level 25 haben wir schon locker. Wir haben nämlich 82. Auch was ich noch gelernt habe, das hat mir der Shorty beigebracht. Wenn wir unsere Fähigkeiten oder unsere Fertigkeiten erhöhen, nämlich diese Hauptfertigkeit, dann müssen wir Level 100 sein erstmal. Gut, wir sind 82, das kann also nicht mehr allzu lang dauern. Gut, was haben wir noch? Ein paar Perks können wir nochmal schauen hier. Warum hat er sich das nicht gespeichert? Wir machen mal... Was haben wir denn hier? Nach dem Aufgabe sich schneller laufen. Da habe ich eigentlich gar keinen Nerv drauf.
Gut, wenn wir Leute wiederbeleben, ist dann, denke ich mal, wenn wir mehr mit Gruppen und so rumrennen, ist das interessant. Wir geben aber mal hier Pinata, Drop-Chance auf bessere Ausrüstung ist, denke ich mal, immer gut. Das machen wir mal. Gut, die Perks sind pro Klasse auswählbar. Okay, das ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir machen auch hier Upgraden. Ich möchte nämlich beides haben. Habe ich das jetzt ausgerüstet oder wie? Nö, immer noch nicht. Ah, das eine war Upgraden, das andere ist Ausrüsten. Okay, nehmen wir mal mit rein. So, jetzt haben wir schon mal zwei Perks. Wir sind die ganze Zeit ohne den zweiten Perk rumgerannt. Holla die Waldfee, bin ich ein bisschen blöder. Wir müssen auch hier ein bisschen gucken wegen den Ausrüstungszeug. Zum Beispiel Schild hier. Ich denke mal, dieses hält ein bisschen mehr ab. 1200 Trefferpunkte hat mir auch der Chris beigebracht. Und 1200 sind natürlich besser als 1000. Demzufolge nehmen wir mal das Ding mit. Und was haben wir hier drin? Hier haben wir nämlich auch das 52er drin. Okay, das sieht ja jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Gut. Auf ein neues. Diesmal bleibe ich auf der Straße und diesmal verspreche ich euch, lege ich mich nicht mit irgendwelchen Viechern an, wo wir sowieso keine Chance haben. Also ich bin, wie gesagt, dankbar. Zum einen, dass ihr das Spiel so ein bisschen annehmt. Ein bisschen Nitro reinwerfen hier. Zum anderen, dass ihr mir immer so fleißig Tipps gebt, weil ich denke, man merkt mir halt auch an, ich bin relativ neu in dem Spiel. Blutbad Schlucht. Lässt sich ja kaum... Oh, da wollte ich wieder einer was von uns. Lässt sich ja kaum vermeiden, dass wir hier so also komplett neu sind. Oder verbergen. Verbergen ist das Zauberwort. Aber davon geht ja die Welt nicht unter. Ich meine, keiner ist in dem Spiel als Profi reingegangen, sondern jeder musste von uns erstmal sich zurechtfinden. Hier gibt es auch eine kleine Nebenmission. Was haben wir denn? Ah, das war Time Trail. Das ist Time Trail, okay. Das können wir uns sparen. Irgendwann machen wir das auch nochmal, Leute. Da machen wir einfach mal so eine Let's Play Forza in Defiance Runde und da können wir einfach mal hier ein paar Time Trails machen. Relativ ruhig hier auf den Server. Ich denke, ich schieb's einfach mal aufs Wetter. Ich weiß, wie es bei euch ausschaut. Aber bei mir scheint die Sonne. Irgendwie haben wir den Frühling fast übersprungen. Wir sind jetzt gnadenlos schon fast im Sommer angekommen. Ich helfe niemanden zu besiegen. Das ist das letzte Mal voll in die Hose gegangen. Wir haben immer noch eine weite Fahrt vor uns. Ihr seht auch über den gelben Balken, was unser Level ist. Seht ihr, schalte Mutanten aus. Hatte ich vor, aber nicht hier. Habt ihr den weißen Balken? Das ist der Erfahrungsbalken für unser kleines Moped hier. Das, was mich mal interessieren würde, vielleicht hat der ein oder andere da auch schon Erfahrung damit gesammelt. Und zwar, wie kommt man zur Hölle an andere Fahrzeuge? Oder sind die von Klassen abhängig? Also zum Beispiel, wie wir jetzt hier, wir werden immer Quad fahren und eine andere Klasse wird immer Brummbrumm fahren. Das würde mich mal interessieren. Jetzt werden einige sagen, ja Tom, geh halt zu Google und guck halt mal selber nach. Wir waren da schon mal viel näher dran hier. Was ist denn da los? Was ist denn hier vor allem los? Ja, die befreien hier so eine... Okay, alles klar, alles klar. Schauen wir mal, hier war auch eine Hauptmission, aber wir nähern uns langsam schon. Und da sieht man erstmal, wie groß die Welt eigentlich ist, ne? Das ist nichts, wo du mal so ganz schnell... Oh, ich fahr mal schnell von... Wuppi, wuppi. Ich fahr mal schnell von A nach B. Will ja einer was wissen von uns? Nein. Und wir sehen nach unten fleißig die Meldungen, dass wir hier in jeder Zone sofort einen Speicherpunkt haben. Für den Fall, dass jetzt irgendwas passiert, würden wir hier in dieser Zone wieder gespawnt werden. Gut, 600 Meter, wir sind gleich da. Das sind ja die Anfangswelt ist das ja hier noch. Gut. Rette die Soldaten. Ja. Wir wollen ja erstmal gucken. Hier ist so ein Typ. Den haben wir erstmal umgekarrt. Aber ich glaube, ich habe bloß einen Hitmarker bekommen. Einen Hitmarker mit einem Lenkrad. Muss er erstmal hinkriegen. Bitte gucken, weil die rennen jetzt natürlich auch eine gewisse Zeit noch hinterher hier. Yeah. Gut, und hier hinten sollte jetzt ein bisschen was rumstehen. Okay, steigen wir mal ab. Gucken wir erstmal, was es hier so Neues gibt. Allihop. Was gibt's denn heute im Angebot? Heute gibt es einen Fragger. Was bist denn du? Das bist du abgesägte Schrotflinte. Das braucht man nicht hier. Und das war's denn eigentlich schon. Verkaufen. So können wir natürlich auch schnell ans Script kommen. Seht ihr das? Und zwar, leider sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick nicht, was haben wir eigentlich ausgerüstet. Gut, die ganzen Mods, die behalten wir. Die sind nämlich richtig schweineteuer. Aber zum Beispiel Orkan 2.
Haben wir den nicht eigentlich ausgerüstet, Leute? Mal gleich mal gucken. Wir haben Schild, aber nicht den Orkan haben wir nicht drin. Okay, dann können wir den Orkan schon mal verkaufen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir gleich mal 200 Scrip mehr haben. Genau, da haben wir schon mal 4000. Die Pistole haben wir, glaube ich, noch irgendwo drin. Das ist die Schrotflinte. Die haben wir, glaube ich, auch als Secondary drin, oder? Hier ist die Sniper drin. Und das ist die 40er. Ah, der zeigt, glaube ich, gar keine Waffe an, Leute, die wir ausgerüstet haben. Genau, er zeigt nur das an, was wir aktuell nicht in Gebrauch haben. Und dann würde ich mal sagen, hauen wir die mal weiter. Ja, komm, wir wollen ein bisschen an Geld kommen, damit wir ja diese Folge vielleicht in unseren Clan aufmachen können. Gut, das ist die Knifte, die Pistole. Hebt man eine Pistole auf? Nee, ach komm, weg damit. Gut, das heben wir alles auf. Das sind, wie gesagt, die ganzen Mods, die können wir auf jeden Fall behalten. Und für den Fall, dass wir Müll gemacht haben, kann man den Kram ja immer noch zurückholen. Gut, was haben wir noch? Hier ist so eine Kiste. Schauen wir da mal rein, eine Lockbox. Eine Lockbox, die kostet ein bisschen Geld, das kostet Fragmente und Keycodes. Wenn man die kauft, kann man dann später auch andere Lockboxen öffnen. Das habe ich auch gelernt und wir haben ja eigentlich genug Kohle. Das heißt, wir könnten eigentlich da ein bisschen shoppen gehen. Und hier, enthält zwei beliebige Mods. Gut, das sind auch 16 Fragmente. Wir haben 16 Fragmente, aber die Script, die sind mir einfach zu viel. Die möchte ich nicht haben. Aber wir können uns auf jeden Fall ein bisschen Keycode kaufen hier. Das schadet nicht. Da haben wir jetzt 16. Komm hier. Haben wir 18. 19. Wie viel Geld haben wir denn noch? Weil das Geld ist ja hier, das ist uns ja nichts wert. Das hebt man so viel auf. Gut, haben wir ein paar Keycodes gekauft. Haben wir jetzt 20 von 75. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, wir waren gut shoppen. Jetzt gehen wir mal gucken, was Olga hier sagt. Grüß dich. Auf geht's. Wir sind auf Sendung. Wir kriegen nämlich deine Pumpe wieder. Und die Notfallmaßnahme. Ah, hier lernen wir erst das Wiederbeleben, würde ich mal behaupten wollen. Oder? Fragezeichen. Schauen wir mal. Klasse. Du hast es geschafft. Sei jetzt nicht sauer, aber ich habe Grant gesagt, dass gut. Du bist hier. Cass sagt, dass du ihr helfen wirst, die Funkverbindung wieder aufzubauen. Logo. Wenn du das schaffst, können wir die Rettungssignale der vermissten Passagiere verfolgen. Dein Chef von Bach gehört auch dazu. Es gibt einen zerstörten Radiosender nicht weit von hier. KTM 94 FM hat vielen coolen Wotan Hardrock gespielt. Nicht dein Shrill-Meat-Mädchenkram. Tut mir leid. Wenn wir reinkommen, kann ich ihn auf Post-Eichenfallstand bringen. Dann funktioniert der Sender als Relaispunkt für das Signal. Alles klar. Wenn ich Soldaten übrig hätte, würde ich euch nicht schicken. Kontaktiert ja mich, wenn ihr Resultate habt. Moment, du willst wirklich, dass wir das allein machen? Unglaublich. Yep. Ach, das ist machbar, komm. Lass mich einfach mal machen hier. Triff dich am alten Radiosender. 1,4 Kilometer. Ja. Warte mal, Leute, da ist ein Stern. Ich will bis mal ein bisschen gucken, was der Stern jetzt hier zu bedeuten hat. Ihr seht doch auch den Stern, ne? Gucken wir mal. Was macht ihr für einen Blödsinn? Alles fit bei euch? Ah, der Stern ist der Oberchecker, ja, alles klar. Würde ich mal behaupten wollen. Gut, jetzt laden wir erstmal alles nach, was wir noch so offen haben. Sniper haben wir noch offen. Wir nehmen aber mal das andere Loadout. Wir nehmen mal das mit. Alles schön nachladen. 500 Schuss. Bevor wir in den Krieg ziehen, möchte ich auf jeden Fall, dass alles voll ist. Weil nichts ist peinlicher, als wenn wir da wie schon mal, wisst ihr das noch? Ich glaube, es war letzte oder vorletzte Ausgabe, wo ich dann vor den Gegnern stand und... Komm, hoch hier. Oh, dann hast du keine Muni mehr. Sowas möchte ich nicht nochmal erleben. Das sind nämlich Anfängerfehler. Und wir sind ja mittlerweile keine Anfänger mehr. Wir befinden uns mittlerweile in Ausgabe Nummer 6. Wie gewohnt, die Folge, wenn die Server mitmachen, ich gehe jetzt einmal ganz grob davon aus, weil ich habe nichts gelesen, dass der ganze Kram nach wie vor so instabil ist. Wird die Folge eine Stunde gehen? Und ich hoffe einfach mal, ihr seht... Na, komm, dich kriegen wir doch. Babam, weg ist er. Der hat überlebt, oder? Aber hier vorne, der gehört auch nicht zu uns. Grüß dich. Hat er das überlebt? Nein. Was ist denn los? Hä? Das ist unser Kampf. Ja, das ist mein Auto. 3 EP gibt's fürs Überfahren. Okay. Geh mal bitte jetzt runter hier. Wir haben heute noch anderes zu tun, als solche Klappstühle über die Füße zu fahren.
Da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, du bist dann... Ich sehe mich schon wieder unten im Wasser rumfahren. Ich bin aber echt gespannt, wie schnell das Auto oder diese Fahrzeuge an sich dann später noch werden, weil ihr seht ja jetzt schon, wir haben richtig weite Wege immer vor uns. Guckt euch so an hier. Bäm. Okay, ich hatte Mitleid. Ich hatte Mitleid. Nee, in Wahrheit habe ich es einfach nicht getroffen. Ich gebe es dazu. So, 400 Meterchen, dann sind wir schon beim Radiosender. Sind wir eigentlich vorhin schon vorbeigefahren? So ein paar kleine Unebenheiten in den Welten gibt es auch noch, die ein bisschen sehr strange sind, aber habt ihr das gesehen? Da stand auch ein Typ mit einem Stern rum. Oder sind das schon die Ränge hier? Gibt es schon die ersten Oberchecker? Und da gibt es sowieso schon. Okay, abgestiegen. Wir sind da. Bringen wir den Sender zum Laufen. Also ich bin bereit. Wenn du bereit bist, ich bin auf jeden Fall bereit. Gut, Selbstschussanlage. Jetzt geht's los. Das Mittel rennt einfach mal vor. Verdammt, sie haben Gefechtstürme. Um sie zu deaktivieren, musst du deren Stromgeneratoren abschalten. Naja, musst du nicht. Ist schon kaputt. Diese Gefechtstürme werden uns weiter unter Beschuss nehmen, bis wir den Generator ausschalten. Okay. Ah, hier ist das Saft Tiny. Okay, machen wir mal aus. Hey, so viel Beschuss war da jetzt auch nicht zu sehen, ne? Generator deaktiviert. Okay, jetzt kriegen wir hier auf jeden Fall Besuch. Die Gefechtstürme haben mit dem Feuern aufgehört. Ja. Der Turm, es ist nur einer. Singular, mein Mädel. Singular. Gut, wo ist der zweite? Hier ist noch einer. Gut, jetzt schnell wieder hier Strom ausschalten. Halt, hier ist irgendwo noch einer. Komm, 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 komm. Das ist unser Kampf. Ja, wir machen euch erstmal Strom aus. Ihr habt euch jetzt Rechnung nicht bezahlt. Wie, du hast so eine Pistole? Okay, das ist auch eine Mission. Ja, ja, ich passe schon auf dich auf, keine Sorge. Das ist natürlich auch eine Mission, die wir ganz am Anfang hätten machen können. Insofern gehe ich mal nicht davon aus, dass wir jetzt hier fehlmäßig unterwegs sein werden. Außer ich bin orientierungslos hier. Das Mädel rennt einfach mal vor. Das kennt da nix, das kennt da gar nix. Wie, du bist in der Falle. Mach dir keinen Kopf. Echt? Und warum werden wir dann von den Laserturm anvisiert hier? Kümmer du dich mal um den Typen hier? Ich mach dabei die Türme, okay? Okay, okay, schnell! Mädel, du musst schon die Leute abknallen. Ja, das freut mich, dass bei dir alles gut ist. Ich mach mal hier wieder ein bisschen Strom aus. Ich will Geld sammeln hier. Oh, oh. Das erste regeneriert sich bald wieder. Und Licht aus. Nö. Die Gefechtstürme sind ausgeschaltet. Yep. Bei mir ist alles gut. Bin ich jetzt in der Falle? Ich bin kein Gegner, mach dir keine Sorgen hier. Tja, da hat's aber doch die falsche Musik gehört. Geh ich, heißt es. Übernehmen wir das Drecksding. Das nenne ich Act. Und los geht's. Okay, man merkt auf jeden Fall, wir sind waffenmäßig eine ganze Ecke über den Typen hier. Aber ich gehe trotzdem viel zu offensiv vor. Der Typ ist weg. Ah. Das ist unser Planet. Ganz ruhig, erstmal nachladen. Okay, okay. Ey, das ist dann der Größenwahn, den man dann an. Bringen wir den Sender zum Laufen. Ja, warte mal, ich sammle erstmal einen Haufen Blödsinn ein. Was gibt's denn hier? Ein Fragger. Nehmen wir mit. Ist das nicht die Knifte, die es, sag schon, beim Händler zu kaufen gab? Schon, oder? Erstmal alles einsammeln hier. Was gibt's hier okay. noch Schönes? Ein altes System, aber ich sollte in der Lage sein, es aufzurüsten und zu aktivieren. Wow. Warte und sorge dafür, dass ich keine Kugeln in den Rücken bekomme. Warte mal ganz kurz. Hier kommen die das ist ein MMO, stimmt ja. Das heißt auf gut Deutsch. Feuer.
Alter Schwede, okay. Das ist zwar richtig doof. Weil wir haben einfach die Pumpe jetzt als Primärwaffe aufgenommen. Komm, lade ich auf. Der ist weg. Wo ist der zweite? Der ist auch weg. Kommt her, ja, kommt. Komm her, ja. Aua. Der ist geflogen, ey. Ja, Granätchen. Also ihr seht, wir haben unbegrenzt Munition für die Granate. Wir müssen uns da gar keine Gedanken machen. Los, komm her, ja. Komm her. Nächster. Einer nach dem anderen. Oh, die verzieht extrem, die Fragger. Die verzieht wirklich extrem. Was? Du kriegst... Du wirst fliegen, mein Freund, mit Eltos hier. Mädel, mach mal ein bisschen hin hier, weil irgendwie, das wären langsam ganz schön viele. Ah, Granate auf mich selber. Oh, ich brauche dringend jetzt eine andere Klasse hier. Shit. Komm, hoch mit dir. Jetzt lädt er erst nach, ich glaube, ich bin er. Komm. Ja, gebt mal bitte Gas hier, weil langsam wird es nämlich echt eng bei mir hier. Ich hoffe, die sitzt. Komm, Mädel, gib Gummi. Okay, die anderen... Die ah, da oben ist jetzt auch schon einer. Mensch, Leute, hier muss ja überall hingucken. Okay, wir gucken. Und das nicht zu knapp. Kommt schon. Granate. Wir brauchen irgendwas für die Distanz. Hast du es jetzt bald mal hier? Was fummelst du da so ewig rum? Mann. Okay, ich sammle dabei mal den ganzen Blödsinn ein, der hier unten liegt. Das dürfte nämlich nicht wenig sein. Nochmal neues Schild. Das hat sich doch mal gelohnt, oder? Guck dir das mal an, was wir hier alles kriegen. Das hat sich mal echt gelohnt. Ein bisschen Muni. Ein bisschen viel Muni. Alter, was haben wir hier? Noch eine Waffe. Inventar ist voll. Okay, wir müssen... Wartet mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Jetzt müssen wir ganz schnell, wir müssen Platz machen. Was will ich denn jetzt hier? Ich will keine Ziele angucken. Ich will mein Inventar angucken. Gegenstand, das Rebellenschild, das machen wir jetzt mal. Das machen wir kaputt. Das machen wir kaputt. Damit kann ich nichts anfangen. Ey, ich wäre blöde. Gut, was machen wir denn da mal? Deadbolt, lass mal auch mal. Oh Gott, wollen wir die kaputt machen? Komm, machen wir die kaputt. In Ressourcen aufspalten. Weg damit. Die war sowas von übertrieben. Gut, Inventar ist voll. Was liegt denn hier noch rum? Was ist denn das? Jetzt liegt die wieder hier unten. Dafür ist die andere Knifte weg. Test mal die Waffe. Wie bist du? Was bist denn du eigentlich? Du bist doch sowas wie eine MP, oder? Sag mal, wird das heute noch was mit dir? Oder muss ich jetzt dir helfen? Ah, ich soll ihr helfen. Madame schafft's nicht allein. Sturm LMG. Jetzt machen wir erstmal Lucky hier. Hier machen wir auch das große Schild rein. Was haben wir denn da als größtes? Orkan 40, 70. Und was ist das? 1000. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das nehmen wir mal. Dieses Trychan-Schild nehmen wir mal rein hier. Funkenmariechen brauchen wir nicht. Wir machen das Trychan. Trychan? Ich hoffe mal, das spricht man so aus hier. Was haben wir denn noch für Gewehre bekommen? Karabiner. Was bist du für einer? Du bist ein leichtes Maschinengewehr. Leichtes Maschinengewehr, okay. Du bist dieser Karabiner mit 18 Schaden. Wie viel macht diese Angriffswaffe? Will ich mal vergleichen mit diesem Karabiner.
Gut, die macht auf jeden Fall mehr Schaden, hat eine höhere Feuerrate, hat natürlich plus 40 im Magazin, das ist aber harmlos. Nachladenzeit ist schneller, Streuung ist geringer. Gut, ja, da kann man die VBI eigentlich in die Tonne treten. Ich würde mal sagen, leider müssen wir jetzt die VBI, wo haben wir sie denn? VBI, Angriffswaffe, die machen wir auch mal in Ressourcen. Haben wir da ein bisschen Geld und einen Inventarplatz wieder frei, das ist eigentlich die Hauptsache. Gut, und jetzt nehmen wir die Autofracker, nehmen wir die wieder mit. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Das ist die hier. Die ist besser, finde ich. Die ist deutlich besser. Gut, nochmal Munition. Minus ein String missing. Da haben wir nochmal einen kleinen Fehler gesehen. Jetzt gehen wir erstmal gucken hier. Wir sollen nämlich hier runtergehen und ihr, wie es aussieht, helfen. Ja, Leute! Was? Oh, was die aushalten, oder? Ne, nicht schon wieder ein Schild. Nicht schon wieder. Ach, komm, nehmen wir mit. Ja, bloß nicht möglich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Sicherung wieder reinschrauben. Auf zum nächsten. Ah, hier gibt's viele Sicherungen. Okay, jetzt testen wir dann gleich mal dieses kleine lustige Gewehr hier. Was ich auch gelernt habe, das kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Das ist wieder eine Folge, ich lerne alles. Und zwar sehen wir hier, diese Waffe hat keine Slots für irgendwas. Also Slots für Erweiterungen. Also du musst Gewehre haben, die Slots haben, ansonsten kannst du gar nichts draufpacken. Das wollte ich damit nämlich sagen. Was haben wir hier? Ich nehme mal das Ding mit, weil das mal... Nee, ich will die Waffe testen, ihr habt recht. Unser Secondary, die Schrot. Genau, okay, auf geht's. Gehen wir hier hinten nochmal gucken. Ah, wir müssen da runter, okay. Gut, unser Dings, unser Feuerstoß ist wieder verfügbar. Dahin sollen wir gehen. Bist du dir sicher? Bist du dir ganz sicher? Ja. Das ist ein großer. Sei vorsichtig. Das Ding macht aber echt wenig Schaden, muss ich mal sagen. Für den Dicken brauchen wir ja 12 Jahre. Okay, wir brauchen uns ein bisschen Deckung. Wir brauchen echte bisschen Deckung. Ansonsten geht es ja ganz schnell das Licht aus. Gut, und dann ganz schnell das Loadout ändern. Also, Chris, beim besten Willen, wenn ich sehe, wie krass die Waffe abgeht, da behalte ich doch lieber die, anstatt die andere. Und vor allem, wenn ich da mittlerweile spiele, aber das Ding ja auch noch besser. Hoffe ich einfach mal. So schlecht ist die LMG jetzt nicht. Ich meine, wenn ich sehe, die haut wenigstens ordentlich rein, dann muss ich nicht hier großartig erst die Gegner streicheln. Sondern die fallen wenigstens gleich um. Ich bleib mal bei der Klasse mal aktuell. Oh, Jack. Komm hier hoch, schnell. Ich stecke mächtig in der Stako. Mächtig in der Pupu steckt sie. Wir müssen ihr helfen. Ja, Cass ist immer in Gefahr, weil Cass kriegt irgendwie nichts allein gebacken. So, wir machen aber erstmal eine freie Granate. Oh. Der Wille war da, Leute. Der Wille war auf jeden Fall da und der war gar nicht mal so schlecht. So. Jetzt lasst mal mein Mädel in Ruhe hier. Komm schon. Gerade eben ging das Anvisier nicht. Das kann nur nach hinten gehen. Das kann nur nach hinten losgehen. Gott sei Dank gibt es keinen Fallschaden. Komm schon, komm schon. Also die haben richtig strange Waffen am Start hier. Kommst du? Okay, wir können nur Stück für Stück die Leute ausschalten. Guckt mal. Besser kann es ja für uns nicht mehr laufen, oder? Oh, mit was schießt ihr? Hier. Ah, deswegen kann ich nicht mehr anlegen, weil ich unter Strom stehe oder sowas. Oh, das ist ja fies. Jetzt kämpfen die mit genau den fiesen Waffen, die wir auch haben. Das ist ja richtig fies. Komm, Schild, lad dich auf. Wir brauchen dich.
Du stirbst. Level up haben wir auch nebenbei noch gemacht. Oh, das wird eng. Der ist weg. Oh, Leute. Guck dir das mal an, wie viele Leute hier kommen. Wie viele Gegner. Oh, jetzt geht's wieder los. Und jetzt sind wir umgekippt. Mist. Das ärgert mich. Das ärgert mich echt. Aber die sind... Stellt euch mal vor, wir hätten dieses Ding am Anfang gemacht. Die hätten uns da sowas nach Strich und Faden rund gemacht. Jetzt wird es langsam unter Nacht. Wo sind unsere Freunde hier? Wo ist denn die Belegschaft? Komm, sammel ein. Was bist denn du hier? Was bist denn du? Eine Granate. Leute, eine Granate. Will ich austauschen? Will ich austauschen? Bleib da drin mal schön flauschig hier, ne? Kann ich das irgendwie... Ich will das wegwerfen. Guck's mal an. Was habe ich denn da? Maximaler Schaden. Ich hatte sogar schon eine andere Granate. Okay. Manchmal... Also manchmal... Ja, ihr seht's. Ich bin irgendwie... Kann ich hier vielleicht die andere Granate kaputt machen? Besteht da die Möglichkeit? Hier, genau. Die haben wir ausgerüstet? Nee, die haben wir eigentlich ausgerüstet. Und die soll... Die kann ich nicht zerstören. Sendet Schrapnelle aus. Oh ja, das hört sich böse an. Aber wartet mal. Ich will doch diese auswählen. Habe ich jetzt... Ja, jetzt habe ich in beiden Slots diese drin. Also ich muss nach wie vor noch vieles, vieles lernen. Jetzt müssen wir wieder irgendwas kaputt machen. So leid es mir tut, aber Okan, du wirst jetzt in Ressourcen aufgespalten. Und ich würde sagen, das Ding auch in Ressourcen. Kann ich nicht in Ressourcen aufteilen, aber wir nehmen erstmal das Ding mit. Okay, jetzt geht es natürlich wieder ans Ausrüsten. Die ist schon mal drin. Also hier muss man sich echt dran gewöhnen, dass man wirklich alles von Hand machen muss. Also die verschiedenen, wenn man verschiedene Loadouts nutzt, dass man wirklich beides macht. Gut, und hier würde ich sagen, müsste dann irgendwann wieder mal ein schönes Ding rein. Ein schönes Gewehr, weil die gefällt mir überhaupt nicht. Die ist gar nichts für mich. Gut, soweit so gut, okay. Testen wir mal wieder, halt, wir haben das falsche Loadout mal wieder. Ist auch so ein Ding. Das war zu früh. Nehmen wir mit hier. Was liegt denn hier schon wieder rum? Splittergranate. Tut mir leid. Also du musst jetzt mal liegen bleiben. Ich kann ja beim besten Willen nicht alles mitnehmen hier. Zumindest solange ich nicht weiß, wie ich... Oh, das ist ein Angebot, oder? Das ist der... Hier, mal gucken. Oh, die hauen richtig böse rein. Hinter uns ist einer. Oh... Jetzt haben wir wieder gar nichts mehr. Okay, Ausgänge, Ausgänge. Okay, erstmal Deckung suchen. Ah. Nein, 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 nein. Oh. Ja. Oh, Leute. Also, es tut mir leid hier, dass ihr gerade so ein Let's Fail hier ertragen müsst. Aber die Viecher hauen so dermaßen rein. Also, entweder bin ich waffen- und ausrüstungstechnisch immer noch total voll Heini-mäßig unterwegs. Was ich mir fast nicht mehr vorstellen kann. Mal gucken, ob ich hier durchs Fenster vielleicht jemanden holen kann. Das sieht aber auch nicht so aus. Ah, wir sind waffenrangmäßig aufgestiegen, okay. So viele leben da ja nicht mehr. Wo sind denn die? Da ist er. Das hat... Ist auch ein bisschen fail, oder? Dass die Typen eigentlich neben der Figur stehen, die wir beschützen... Ah, Granate. Die wir eigentlich beschützen sollen. Oder ist die schon umgekippt? Du bist schon umgekippt. Lebe. Danke, Schatz. Bitte? Soweit sind wir noch lange nicht hier. Was macht unsere Granate? Fast fertig. Los, bitte. Oh, wir sind waffenrangmäßig aufgestiegen. Da ist auch wieder was liegen geblieben, was wir aufheben können, wie es aussieht. Haben wir es jetzt, oder wie? Geschafft. New Freedom müsste mit eingebunden sein. Okay. Sichere das Gebiet.
Wir dürfen keine Mistkarten... Hier ist Kestukar mit einem Live-Bericht aus dem Sender K-Tam, wo zwei Aschenjäger den Job der E-Rap-Soldaten erfolgreich erledigt haben. Hört ihr mich? Wir haben verstanden. Laut und... Ja! Na also, Grant. Laut wir und? Wir haben Männer im Umkreis, die anrücken und die Position... Was zum Jeck? Jetzt schicken Sie Hilfe? Wir haben schon alles erledigt. Danke. Wir wissen das zu schätzen. Der hat deutliche Meinung. Okay, jetzt brauchen wir erstmal... Das Gebiet ist gesichert. Wir brauchen Muni und wir müssen irgendwie erstmal in aller Ruhe alles nachladen, was wir hier so haben. Hier haben wir wieder ein Schild. Das ist natürlich besser als das andere. Ach, Leutchen. Ich bereue es langsam, dass ich die Drop-Chance erhöht habe, weil das Rebellenschild kann man kaputt machen. Ja, komm. Wir brauchen dringendst mehr Inventarplätze. Das geht so überhaupt nicht. Gut, Inventar ist voll. Mal wieder. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir auch das kleine Schild. Hier nehmen wir natürlich auch die große Granate rein. Das merkt er sich, wie es aussieht, auch nicht. Zumindest nicht immer. Das 86er, das sollte auf jeden Fall besser sein. Hält zumindest mehr aus. Gut. Aber ich bleib trotzdem bei meiner LMG-Klasse. Die gefällt mir einfach. Wir können anstatt der Deadbolt, was haben wir denn da noch drin hier? Dass man einfach, obwohl der Sniper ist gar nicht mal so schlecht. Wir können ja die Karabiner reinnehmen. Bin mir jetzt da nicht ganz sicher. Wir lassen mal die Sniper drin. Einfach damit wir außer Distanz noch ein bisschen was holen können. Gut, was haben wir noch? Wir sind immer noch Ego-Level. Dings, 83, wenn ich richtig gesehen habe. Okay. Dann mal wieder auf aufs Moped. So, jetzt gucken wir erstmal ganz in Ruhe. Nein, falsche Taste. Was haben wir denn jetzt alles Neues? Hier oben ist jetzt alles erledigt, würde ich sagen. Schnelltransport. Das machen wir mal. Oder gibt es eigentlich noch andere? Hier gibt es auch einen Schnelltransport. Trinity Road. Auch so Arschenfälle gibt es auch noch tonnenweise. Hier geht es dann weiter, wie es aussieht. Kommunikation ist alles, ist eine Nebenmission. Versorge die Truppen. Aber bevor wir das machen, Leute, wir brauchen dringend, was bist denn du hier? Vorräte. Hier fahren wir erstmal hin. Aus dem einfachen Grund, ich will Zeug verkaufen. Weil unser Inventar ist voll. Das macht keinen Sinn, wenn jetzt hier noch besseres Zeug droppt. Dass wir die ganze Zeit, wertvolle Sachen oder wertvolle Waffen in Ressourcen aufspalten. Weil die Ressourcen sind unterm Strich ja nichts wert. Habt ihr gesehen, die 250 Geld, die können wir für Fragmente ausgeben. Für mehr aber halt auch nicht. Und die 300 Meter, die haben wir ruckzuck zusammengefahren. Das ist einmal Noss und einmal Springen und schon sind wir da. Da können wir zumindest das, was wir jetzt alles nicht nutzen, mal ein bisschen verkaufen. Grüß Gott. Zippy. Hört der Zippy. Gut. Ui, Wolverine, guck das mal an. Die ist atomar verstrahlt. Die kostet aber eine ganze Ecke Kohle, nämlich 2000 Scrip, die ich aktuell Spezialparameter Overboost. Kein Sprengzünder angebracht werden, macht mehr Schaden am Ende. Ui, was es hier alles gibt. Hier seht ihr's, das Ding hat einen Slot zur Verfügung, nämlich für Magazinerweiterung kannst du reinpacken. Hier auch Magazinerweiterung, das ist eine Pistole, oder? Ja, das ist eine Pistole mit Magazinerweiterung, okay. Was haben wir hier? Autofragger, Bolt, Splittergranaten. Gut, wir verkaufen mal ein bisschen was. Und zwar, du kommst weg, der Disruptor kommt weg, den haben wir glaube ich auch mehrere Male. Den Bohrer lassen wir drin, da sind jetzt nur noch Mods. Da fehlen... Wie jetzt? Ja. Diese Gatschika-Funkantennen sind offline. Ich weiß, das nervt, aber du musst sie neu booten. Och komm, ist da Windows drauf oder was? Ey, das kann doch... Wir haben doch gerade eben erst alles intakt gesetzt. Manu. Ich will jetzt aber wissen, was hier oben noch ist. Eine Kiste, oder? Ist doch bloß eine Kiste. Gut, also die Händler, die fliegenden Händler... Die verschwinden, wie es aussieht, immer mal wieder. Jetzt gehen wir mal gucken auf der Karte, was sie jetzt eigentlich wollte. Vor jeder falsche Taste. Ich gewöhne mich dran, Leute. Das wird schon. Keine Sorge. Hier sollen wir hingehen. Feine Einstellung. Und hier ist dann Kommunikation ist alles. Ist eine Nebenmission. Und das ist gesunder Wettbewerb. Ja, komm. Wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal hier sind, damit sie zufrieden ist und ihre blöde Funkantenne wieder beisammen hat. Gut.
Aber ihr seht auch an den weißen Balken von dem Quad, wie ewig man eigentlich rumfahren muss, bis es da mal weitergeht. Ich denke mal, ein Levelaufstieg, das wird vielleicht 100 dann dieses Mal sogar schon geben. Schauen wir mal. Da gibt es bestimmt noch einige, die sich jetzt fragen. Ne, wir sind falsch. Da gibt es bestimmt jetzt einige, die sich fragen, ja Tom, warum bist du immer noch das geringe Level? Warum spielst du nicht weiter? Das, was ich spiele, ich spiele nur online. Also, ich spiele nur online. Klar spiele ich nur online, es ist ein MMO. Ne, nee, ich spiele nur das, was ich auch wirklich aufnehme. Also, ich spiele nicht hier, wie heißt es so schön, offscreen weiter. Das gefällt mir irgendwie nicht. Grüß dich, Feineinstellung. Was haben wir denn hier Schönes? Wie sich herausstellt, sind die KTEM-Sendeantennen offline. Genau, hilft sie wieder ans Laufen zu bekommen. Und wir kriegen den Sturmpulsierer. Wenn das mal keine schöne Waffe ist und Billis Grip, kriegen wir auch noch. Gut, nehmen wir an. Brent sagte, das Funksignal reicht bis hierher, aber nicht über die Station hinaus. Okay. Du musst die Antennen neu booten, während ich sie hier synchronisiere. Alles klar. Ich habe den Antennenstandort auf der Karte markiert. Danke dir. Also lass sie uns neu booten. Ja, was würden Nach wir noch... Fall ja. war die Fernkommunikation total gestört. Die Tempestphäre stört jedes elektronische Signal. Leute... Hauptsächlich helfe ich jetzt, weil ich wissen will, was Karl von Bach in der Bay Area tut. Wie sie reden! Du wirst es mir nicht erzählen, oder? Okay, Leute, jetzt kriegen wir... Wir kriegen hier gleich richtig viel zu tun. Oh, hab ich eine Aim wie ein Mähdrescher? Okay, und zu guter Letzt haben wir nämlich noch einen Arschenfall dabei. Jetzt hier auch noch. Komm schon. Wir sind mitten in dem Arschenfall reingelaufen, Leute. Okay, ich mache jetzt einfach mal ohne Aim hier. Oh, Leute. Wir können uns jetzt vorstellen, was jetzt... Okay, bitte, bitte, lass mich wieder aufstehen. Und die können richtig viel einstecken. Hier. Okay. Oh, ist das ein enges Ding. Ich eier gerade so hin und her. Komm, lad nach, mein Freund. Hey, du gehst nicht nach unten. Also ich denke mal, hier können wir noch eine Weile bleiben, weil wenn das hier mit dem Arschenfall losgeht, dann wird das hier richtig krass abgehen, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Nein! Okay, wo sind wir rausgekommen? Ach, Leute, 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 wir sind mitten immer noch... Okay, eigentlich müssten wir bloß die Hellbugs erledigen. Da unten ist der Arschenfall. Wir sind gar nicht an der richtigen Stelle. Ich will da hin. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, dann wäre man das schön blöd, wenn wir das nicht mitnehmen. Weil wenn hier krasses Zeug droppt... Leute, da haben wir ausgesorgt. Und hier helfen wir mal richtig mit... Okay, was ich auch gelernt habe, die Dinger müssen zuerst weg. Okay, Sniper ist jetzt nicht wirklich vom Vorteil hier. Der Kristall muss kaputt gemacht werden, glaube ich. Und bis dahin... Hier sind wir ja richtig in der Statue gelandet, ey. Komm, lad nach, mein Freund. Guck dir mal an, wie schnell die Viecher fallen. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Pass auf. Leute, was hier rumliegt? Guck dir das mal an.
Ziele darauf. Ja, erstmal muss ich die ganzen Viecher hier umhauen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich stelle mich an wie ein Noob. Erstmal eine Runde rumlaufen hier. Was hier an Zeug rumliegt. Also wenn sich das mal nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. Granätchen hier. Komm, lad nach. Lad schneller nach. Okay, bei dem müssen wir eigentlich nur davon bleiben. Also bitte wegbleiben. Der ist auch weg. Komm schon. Komm schon. Lad nach, Mann. Lad nach. Wie lad... Oh, was die aushalten, Leute. Vielleicht gibt es ja auch verschiedene Trefferzonen. Okay, der Typ ist auch weg. Oh. Okay, ich bin glaube ich mal wieder in diesen komischen Schleim gefangen. Okay, schnell Loadout wechseln. Jetzt mache ich mal was anderes hier. Pumpe. Jetzt machen wir einfach Autofeuer. Kostet es, was es wolle. Komm schon. Guckt euch das an, was wir hier alles aufheben. Also entschuldigt mein Schweigen. Das ist aber gerade sowas von heftig, was hier abgeht. Danke dir. Und das hört nicht auf mit so Viechern. Also jetzt sind wir mal live dabei. Von Anfang an haben wir einen Arschenfall mitgemacht. Wenn hier für uns jetzt nichts bei rausspringt, dann weiß ich auch nicht. Lang lebe die Schrotflinte. Munition ist voll. Okay, es ist alles Muni, was ich... Ah! Fast da! Macht so hart weiter! Ja, ich tue mein Bestes. Auch, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Ja! Pass auf! Die Bisse des Hellwaffenjägers schwächen kleine Bereiche des Kristalls. Das ist unsere Chance, ihm Schaden zuzufügen. Ja! Oh, es hört nicht auf, Leute. Okay, der muss weg hier. Und wieder drauf, hier auf dem blöden Kristall. Granätchen. Jetzt hat sie uns endgültig... Ne, wir leben immer noch. Wir leben immer noch. I am alive. Hau ab. Ksch, weg, weg. Zurück. Du bist hässlich, dich mag ich nicht. Gut, und gerade merke ich irgendwie, gerade bei solchen Dingen kannst du eigentlich das Ding gar nicht mehr let's playen. Weil es so intensiv ist, was hier gerade abgeht. Jetzt haben sie ihre eigenen Leute gefroren. Ah, nee, die. Stimmt, die Aliens, die haben ja auch was gegen die Mutanten. Die Aliens sind. Aua!
Wo ist der Spucker? Okay, den holen wir uns erstmal, den Kollegen. Hätten wir den auch erledigt. Müssen wir bitte aufpassen, ansonsten haben wir alle Teerschuhe an und das ist nicht von Vorteil. So, Granate in die Mitte, das sollte einiges wieder wegholen. Gut, die Mutanten hätten wir eigentlich leben lassen können, sehe ich dabei gerade. Nix da, hier, alle weg, kostet es, was es wolle. Und wir haben es bald, wir haben es bald. Hoffe ich einfach mal. Immer schön hier auf dem Kristall drauf und der muss weg, der muss weg. Okay, ich kümmere mich mal wieder hier hinten drum, weil die kümmern sich gerade allein um die Viecher da. Also Munitionsprobleme haben wir Gott sei Dank nicht. Granate hier hin. Hauptsächlich helfe ich jetzt, weil ich wissen will, was Karl von Bach in der Bay Area tut. Oh, Leute. Nein, ich habe gerade zu tun, wie du vielleicht siehst. Man glaubt es kaum, aber ich habe bitte was zu tun. Hier liegt einiges an Zeug rum, Leute. VBI Schrotflinte mal wieder. Komm, komm, komm. Natürlich dürfen wir hier nicht die... Komm, lad nach. Wo ist denn der Spucker? Hier ist der. Du musst weg. Du musst weg. Weil ansonsten haben wir hier richtig Probleme, wenn hier nämlich unsere ganzen Leutchen mit hier Teerschuhen unterwegs sind. Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir die ganzen Tipps gegeben habt gerade hier. Weil so weiß ich halt auch, auf was ich gerade ballern muss. Kommt schon, weiter hier. Hau die um hier. Mal gucken. Okay, Granate brauchen wir ein bisschen. Da ist wieder einer, der spuckt. Der ist auch weg. Lang lebe die Pumpkin, sag ich mal. Guck mal, was wir hier an Geld einnehmen. Okay, wir haben wieder beides ready. Dann Granate in der Mitte. Und dann alles umholzen, was uns hier im Weg steht. Wir müssen halt auch wieder gucken. Ich denke mal, nicht jeder... Hier ist wieder einer. Nicht jeder hat die gleiche Spezialisierung wie wir. Also hier so eine Art Tank, was wir hier eigentlich sind. Das heißt, wir stecken in Zukunft viel ein und teilen aber auch viel aus. Oh. So, Granate ist wieder frei, glaube ich. Oder bald ist sie frei. Da haben sie gleich wieder. Ja, Granate in der Mitte. Schön zu dem Kristall. Dass der auch wieder ein bisschen was auf die Nuss bekommt. Und irgendwie wollen ja alle gerade was von mir. Kommt schon, Leute. Kommt schon, macht weiter hier. Das ist gut. Das sieht gut aus. Ah, weg, weg, weg. Oh, das tut weh. Mm, das tut noch mehr weh. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Okay, wir haben jetzt noch ein bisschen was aufgehoben. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier alles noch so rumliegt. Das ist nämlich alles unser Zeug, was hier rumliegt. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Was haben wir denn hier alles noch? Ein Rebellenschild liegt hier rum. Warum haben wir das Orkan-Ding wieder ausgerüstet? 82, alles Ding heißt Orkan, alles klar. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir das Rebellending mal mit. Was haben wir hier noch so rumliegen? Ja, richtig fetter Loot. Alter Schwede. Was sagt die Zeit eigentlich? Ja, ich glaube, die Mission können wir auch noch zu Ende machen. Liegt hier noch irgendwas rum, was wir jetzt vergessen haben? Was bist du, Schönes? Du bist nur Muni?
Puh. Okay. Jetzt gucken wir erstmal. Wir haben hier das Rebellenschild drin und hier haben wir auch so ein Schild drin. Granaten sind... Hier haben wir auch wieder die schwachen Granaten. Also irgendwie merkt er sich das nicht so vom Gefühl her. Also hat man gerade die Mumu-Granaten so ungefähr drin. Okay. Wir bleiben mal wieder bei der Primärwaffe. Okay. Genau. Auf geht's. Oder gibt's jetzt hier noch mehr? Dahin geht's weiter. Dahin geht's weiter, Leute. Wartet. Lasst mir welche übrig. Lasst mir doch welche übrig. Der Tom ist da. Erstmal eine Granate hier raus. Dann geht's ab da. Halt, wo sind die Flattermänner? Hier sind die Flattermänner. Aber ich glaube, fast mit der Pumpe waren wir ein bisschen besser dran, oder? Ich glaube echt, mit der Pumpe waren wir deutlich besser dran. Schnell gewechselt. Komm schon, falle um! Bestie der Hölle hier! Okay, jetzt frage ich mich aber gerade. Es fängt an, auseinanderzubrechen. Ah, jetzt, das ist erst das Ende. Okay, alles klar. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Ja. Pass auf. Mal wieder. Die Bisse des Hellwachjäger stechen kleine Bereiche des Kristalls. Das ist unsere Chance, ihm Schaden zuzufügen. Komm schon. Komm schon. Hier, Granate in der Mitte. Oh, das rumst gleich deutlich mehr. Ich glaube, ich mache doch die Trefferpunkte mal wieder an, weil da sehen wir wenigstens... Hihi, der hat Furunkel am Popo. Weil da sehen wir wenigstens wieder, ob wir was treffen und wie viel Damage wir hier eigentlich raushauen. Hier ist wieder so ein großer. Oh, da haben wir gut einstecken müssen gerade. Wo ist denn der Flattermann da hinten? Hier den Popel müsst ihr weghauen, Leute. Das wird sonst nichts mit uns. Der muss weg hier. Okay. Komm schon. Steh auf. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weg mit dir. Wie sieht es mit dem Kristall aus, Leute? Der muss weg. Jetzt wird es eng für uns. Jetzt wird es richtig eng. Der ist weg. Okay, einer weniger, der uns die Schuhe zusammenkleben kann. Weg mit dir. Ah, Granate. Schön Akku klauen, genau hier. Auf die hässliche Visage hier und das Ding muss weg. Also wir machen auch richtig viel Nahkampfschaden, habe ich das Gefühl. Komm, komm, komm. Du springst mir nicht in mein Gesicht. Wo bist du? Da. Leute. Langsam aber sicher. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Schon wieder? Boah, also oft machen wir so einen Arschenfall jetzt nicht. Leute, es ist ja fast ein eigenes Let's Play, wenn wir hier die ganze Zeit eine Arschenfälle machen. Granate in der Mitte. Okay, der muss weg. So, wenn wir nachladen, hauen wir halt mit den Gewehrkolben zu. Bam. Und das hat gesessen.
Es kann sich nur um Stunden handeln. Granate in der Mitte. Ah, hier kommt noch einer an. Oh, Leute. Vorunkel, Heini, du bleibst hier. Okay, ich glaube, wir haben es langsam. Aber wir hatten richtig Glück, dass wir genau am Startgebiet dabei waren. Ups. Der Schlag ging nach hinten los. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Drüber geworfen. Haha. Okay. Da hinten ist wieder so ein Flattermann. Das war ein bisschen Damage auf dem blöden Kristall. Der sollte eigentlich gleich weg sein. Komm, steh auf. Da ist er weg, da ist er weg. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, was jetzt hier am Ende übrig bleibt für uns. Das haben wir einfach aussehen lassen. Ja. Ah, es geht weiter. Es geht weiter, Leute. Okay, Loot angucken. Ganz schnell Loot angucken. Hier liegt rum ein Repetiergewehr. Klasse wechseln. Das Ding nehmen wir mit. Weg. Okay, Inventar ist voll. Das ist mir jetzt erstmal Boogie. Aus dem einfachen Grund, wir müssen weiter. Oh, gut, die Folge wird ein bisschen länger, weil ich möchte auf jeden Fall diesen kompletten Archenfall mal durchmachen. Wir haben jetzt 10 Minuten, wie es aussieht, Zeit, diesen Archenfall zu knacken. Also diesen Kristall kaputt zu machen. Ach komm, gib mir eine gescheite Waffe hier. Das Ding wird nicht lang stehen, das sage ich euch gleich hier. Ja. Wenn wir alle eigentlich nur Damage auf dem blöden Kristall machen, dann können die Viecher eigentlich draußen uns gar nichts mehr. Komm, lad nach. Auf jeden Fall, ich glaube, nach dieser Mission sollten wir unseren Clan eröffnen können. Sollen wir uns langsam mal Gedanken machen, wie wir das Ding dann nennen am Ende. Granätchen auf dem Kristall hier. Es fängt an, auseinanderzubrechen. Na dann, rauf hier. Los, Granaten drauf, Leute. Die Verstärkung mitgebracht. Pass auf. Die Bisse des Hellwackjägers schwächen kleine Bereiche des Kristalls. Das ist unsere Chance, ihm Schaden zuzufügen. Einmal bitte wild in der Ballerei gepumpt, aber das Ding wird nicht mehr allzu lange stehen. Also willkommen im Triple XL Format mittlerweile schon. Granate haben wir. Aber der kann ganz schön viel einstecken, oder? Weil ich hänge da davon ab, wo ich hinschieße hier mit dem ganzen Krimskrams. Hier hinten muss ich, glaube ich, hinballern, oder? Da war gerade wieder eine gelbe Waffe. Eine andere Splittergranate ist das. Ich kann sie nicht aufheben, wenn mein Inventar voll ist. Ey. Oh, ich weiß nicht, wie viel ich noch aushalten kann. Ist kein Problem, wir heben dich sonst wieder auf. Aua. Aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Pass auf. Also irgendwie geht jeder nur noch auf den Kristall. Keiner macht die Viecher drumherum mehr. Verpasse der Hellbackjäger auf ihre Schwachstellen im Kristall. Oh, aua, wo sind wir? Das Vieh muss weg. 110 Geld. Da ist eine grüne Waffe wieder. Da ist was richtig Großes. Was haben wir denn hier? Ich hoffe, das bleibt eine Weile liegen. Leute, ich bin so fertig gerade. Das glaubt man gar nicht. Ich bin so fertig, ey. Und keiner macht die Viecher, oder zumindest kaum einer.
Haben wir noch eine Granate in der Mitte. Das hat auch gesessen. Ihr seht auch, ich glaube, bitte Performance-Einbrüche haben wir hier schon, wenn so viele Leute auf dem Haufen sind. Komm schon. Okay, das Ding ist weg. So, jetzt ganz schnell Zeug vernichten. Wir brauchen ein bisschen... Tja, das sagst du. Was brauchen wir denn alles? Die Deadpool, die können wir, glaube ich, wegschmeißen. Und Ressourcen aufspalten, weil die ist Level, das ist eine Anfangswaffe, die brauchen wir am besten will nicht. Gut, und jetzt nehmen wir das Ganze mal mit hier. Das ist nämlich unsere. Was haben wir hier noch Schönes? Ärger im Anmarsch. Splittergranate, müssen wir noch was zerstören? Also ihr seht schon, wir haben hier irgendwie verdammt viel abgestaubt. Oder wir sind noch dabei abzustauben, wir sind noch nicht mal fertig. Was ist denn das hier? 67, komm, hau mal weg, brauchen wir nicht mehr. Also der ist ausgerüstet oder wie? Du musst nicht verbluten, ich würde dir das so gern. Was ist denn das jetzt hier? Aua! Was schießt denn hier auf uns? Dieses Ding macht ja gar kein Damage. Weg hier, wir müssen hier weg. Ganz schnell. Wir müssen hier ganz schnell weg. Das Ding ist der größte Rotz überhaupt. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, aber... Wo bist du denn? Schrotflinte, Action repetiert. Du bist hier, hier in Ressourcen. Weg mit dem Ding. Dann holen wir uns das grüne Ding und dann rennen wir gleich weiter. Mann, halten die viel aus. Das ist halt der Müll, wenn die Leute ihren Müll nicht wegräumen hier. Okay, weg hier. Jetzt nehmen wir dich mit. Ja, jetzt sterben wir noch, oder wie? Weg hier, weg hier, weg hier. Komm. Den Arschenfall machen wir zu Ende und wenn die Folge 50 Stunden dauert hier. Abgestiegen. Wir müssen hier hoch. Irgendwie. Gut, ihr seht schon. Mittlerweile... Du sollst weggehen. Du nervst. Hinter uns ist einer. Tot durch Schubsen hier. Okay. Wo ist der Riesenarschenfall? Oben. Toll. Wo bin ich? Unten. Noch besser. Okay, wir sind auch voll im falschen Gebiet drin hier. Aber so hoch komme ich nicht. Ach, Manno. Wir sind ja... Ja, ich... Komm, Auto her. Auto her. Mann, du gehst mir auf den Piss hier. Weg mit dir. Einsteigen. Aber das ärgert mich jetzt extrem, weil wir waren so gut dabei eigentlich. Okay, aber wie es aussieht, haben wir immer noch jede Menge... Schnauze. Jede Menge zu tun hier oben. Ach du liebes Heimatland. Guckt euch mal das Ding an. Okay. Erwachsener Hellback, Teufelsbraten. Na, das kann jetzt lustig werden. Auf was müssen wir jetzt eigentlich alles Damage machen? Auch auf die Türme hier, oder wie? Hat sich vom Körper getrennt. Erledige ihn, bevor er sich zurückzieht. Okay, der treffe ich sogar, wenn der so ruhig da bleibt. Vorbei. Komm schon, lad nach.
Da können wir schön Sniper skillen hier. Bei jeder Schuss ist ja gerade echt ein Treffer. Komm schon, lad nach, mein Freund. Guck mal an, wie wenig Damage ich mache. Habt ihr das gerade gesehen, wie wenig Damage ich hier eigentlich mache? Ego-Update verfügbar. Wir sind im Level gerade aufgestiegen. Und wir haben 5000 Credits, sehe ich dabei gerade. Voll ins Auge hier. Was habe ich denn jetzt eigentlich für eine Sniper hier drin? Wartet mal. Was habe ich denn für eine Sniper hier drin? Das ist schon die große. Da habe ich jetzt zwei Sniper hier. Nee. Also hier wird sie ja allein gar kein Land sehen. Muss man ehrlich so sagen. Okay, jetzt reicht mir's hier. Komm her hier. Komm her hier. Wenn du nicht willst, brauchen wir ein Schalenmesser. Ich bin echt gespannt, welche Viecher hier noch kommen. Aber das ist ja schon richtig groß, was wir hier gerade sehen. Oh Gott, ich habe den Himmel erschossen. Ich komme mir irgendwie ein bisschen bescheuert vor mit meiner Spielzeugwaffe hier. Guck mal, wie viele Leute sich hier tummeln. Also was Großes habe ich noch nie gesehen. Und wir zocken wohlgemerkt auf der... Was ist denn hier los? Brauchst du Hilfe? Auf der Konsole. Alles gut? Bitte, ich Scharfschützen übe hier. Da wirst du glatt zum Schwaben in dem Spiel hier. Der Symbiont hat sich vom Körper getrennt. Erledige ihn, bevor er sich zurückzieht. Out of Ammo? Wir sind out of Ammo, Leute. Okay. Loadout wechseln. Also hier haben wir schon krasse Performance-Einbrüche, kann man ehrlich nicht anders sagen. Einfach Dauerfeuer auf das Vieh, einfach draufhalten. Kommt schon, haut ihn um hier. Boah, guck das mal an, wie der die Leute umhaut hier. Ich probiere irgendwie noch ein bisschen Übersicht zu bewahren. Hier neben mir ist eine Granate ganz in der Nähe. Das ist also ein großer Helfer. Dann hoffen wir mal, dass die anderen Viecher nicht auch noch irgendwann so groß werden hier. Komm schon, komm schon. Da ist er weg. Jawoll, jawoll. Möge das Geld fließen. Muss man vielleicht alles einsammeln hier. Oh. 6000 EP, 400 Scrip und 3 Fragmente. Ich bin einmal nur gestorben, habe niemanden wiederbelebt. So, wo sind wir? Der Beste hat 52 Abschüsse, aber wir dürften auch ganz gut mit dabei sein hier. Hier, Tom Thompson. Auf Platz 13 sind wir. Okay, natürlich mit besseren Waffen. Der hat 33 Leute wiederbelebt. Guck dir das mal an. Schönes Ding. Weiter, weiter. Hier sind Menschen, die gerettet werden müssen. Nee, du kannst mich mal... Hier muss niemand mehr gerettet werden. Gut, ich guck jetzt mal auf die Uhr. Mutierte Soldaten im Anmarsch. Oh oh. Ja, das fehlt mir jetzt noch. Ich will mich eigentlich bloß noch auslocken hier. Gut,
Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen und heftig, oder, was hier heute abgegangen ist. Und würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Defiance. Ja, da kommt wieder Nachschub mit dem Dieselschraubokopter. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Tom.